Tja, Fakt ist, unsere drei Australian Shepherd Hündinnen Lucy, Spaghetti und Fly laufen gerne. Und deshalb kam ich schon vor einiger Zeit auf die Idee, sie mit dem Zughundesport zu konfrontieren. Und nun kommt eine neue Geschichte, nämlich Dog Trekking mit Zeltgepäck. Wie das funktionieren kann, teste ich an diesem Wochenende hier im Hohen Westerwald aus und zeige es auf diesem Video. Am ersten Tag dieser zweitägigen Übung werde ich von meiner Frau Astrid begleitet und die Hunde sind hochmotiviert, hinter ihr herzulaufen. Und wir haben gemeinsam Spaß. Es ist nicht allzu warm, sodass die Hunde nicht schwitzen und wir legen etwa 10 Kilometer zurück. Bei dieser Unternehmung versuchen wir immer wieder auf Wegen zu fahren, die für die Pfoten unserer Hunde verträglich sind. Das heißt wenig Schotter, wenig Teer und ein Belag, der nicht die Hundepfoten angreift, aufscheuert oder verletzt. Für den Notfall habe ich einen Satz sogenannte Booties im Dogtrailer. Das sind leichte Hundeschuhe, die die Pfoten unserer Hunde schützen sollen. Doch sie kommen auf dieser zweitägigen Übungstour noch nicht zum Einsatz. Die Verwendung von Mountainbikes, die mit sogenannten Bike-Antennen ausgestattet sind, damit die Zugleine nicht in das Vorderrad kommt, besteht darin, dass ich meine Hunde beim Ziehen unseres Dogtrailers auch immer wieder tatkräftig unterstützen kann. Zughundesport findet normalerweise nur in der kühleren Jahreszeit statt, sprich von Oktober bis März, April. Aber die Temperaturen im Hohen Westerwald sind auch im Frühsommer sehr moderat, sodass unsere Hunde echt Bock haben zu rennen. Australian Shepherds sind sogenannte Hütehunde, die es lieben zu laufen, zu rennen und Aufgaben zu übernehmen. Und da wir ihnen keine Schafe- oder Rinderherden anbieten können, ist der Zughundesport für sie eine ideale Beschäftigung. Es ist also keine Tierquälerei, die ich hier betreibe, sondern eine artgerechte Beschäftigung von Hunden, die es gewohnt sind, die es lieben, sich zu bewegen. We'll be right back.
Unsere Hunde lieben das Wasser und wenn sich unterwegs die Gelegenheit ergibt, im sauberen Bachläufen ein nettes kleines Schlammbad zu nehmen, dann gönnen wir ihnen diese Gelegenheit und anschließend geht's wieder ab wie die Post. Hier, Lute! Hier! It's puzzling. Geradeaus! Geradeaus! I don't think I've ever seen anything quite like this before. Geradeaus! Geradeaus! Australian Shepherds sind sehr intelligente und lernfreudige Hunde und kapieren recht schnell, wo es lang geht. Sie wissen, wenn ich sage links, dann will ich nach links und rechts nach rechts. Und Stopp heißt Stopp. Und es klappt meistens auch, es sei dann, es kommt irgendjemand dazwischen, ein Hase, ein Reh oder meine Frau Astrid, dann weichen sie auch mal zügig vom Weg ab. Also der Zughundesport oder das sogenannte Dogscooting, auch mit wenigen Hunden, ist eine sehr adrenalinhaltige und aufregende Beschäftigung, sowohl für die Hunde wie für mich und überhaupt. Ich bin immer ganz froh, wenn uns auf unseren Touren unterwegs im einsamen hohen Westerwald möglichst wenig Jogger, Radler oder andere Hundebesitzer begegnen. Aber es klappt trotzdem auch, aber nicht immer. I've just picked up a fault in the AE-35 unit. Videoaufzeichnungen dieses YouTube-Clips stammen aus insgesamt 3 Camcordern. 2 davon sind kleine Mini-GoPros, einer an meiner Brust, an einem Brustgurt, die zweite am Dock-Trailer und die dritte Kamera ist eine Panasonic, die ich um den Hals hängen habe und somit stets griffbereit und blitzschnell zum Einsatz kommt. Die GoPro-Mini-Kameras befinden sich in soliden Schutzgehäusen. Wie man hier sehen kann, passiert dabei nicht viel, auch wenn sie ab und zu mal was abbekommen. Going extremely well.
auch bei einer längeren Pause, die wir nach 10 Kilometer Rennerei einlegen, stecken unsere Hunde noch voller Energie und legen sich keineswegs auf die faule Haut und chillen. Nein, sie rennen, schwimmen, baden, springen, kämpfen und ja, es geht weiter bald. It's puzzling. I don't think I've ever seen anything quite like this before. Unsere nächste größere Pause legen wir an einer wunderschönen Feuerstelle auf den Höhen des Westerwaldes ein. Danach kehrt meine Frau Astrid zurück zu unserem Basislager auf dem Campingplatz Mademühlen an der Krombachtalsperre und ich mache mich auf die Suche nach einem geeigneten und versteckten Lagerplatz für die Nacht. Mir niemand kommen und erklären, dass das, was ich hier treibe, streng verboten ist. Das weiß ich. Und das, was verboten ist, hat mich mein ganzes Leben schon immer geschärft.
Und tja, das Leben wird so spannend. Und was verboten ist, sollte niemand bemerken. Und deshalb versuche ich in meinem Leben immer dort, wo ich sowas treibe, keine Spuren zu hinterlassen, nicht aufzufallen, niemandem zu schaden und ja, mich zu verstecken. Während ich hier mein einfaches Feldbett-Zeltlager aufschlage, müssen meine drei Hündchen natürlich an der Leine bleiben. Würde ich sie losmachen, bestände die Gefahr, dass sie sich im Wald genauer umschauen. Und das ist natürlich nicht im Sinne der Förster, der Jagdpächter und der Leute, die meinen, Wald gehört ihnen. Normalerweise frage ich die Wald- oder Grundbesitzer, wo ich des Öfteren schon mal ein Biwak einlege, ob ich das auch darf. Aber heute finde ich niemanden, dem dieser Wald hier gehört, wo ich mich gerade befinde, kann also nicht fragen, verhalte mich also leise, still und unauffällig und das gleiche machen auch meine Hunde. Sie bellen nicht rum, sie krakehlen nicht, sie sind einfach lieb, leise und chillig. Ich bin gespannt, ob es eine ruhige Nacht wird. Übrigens, Anmerkung am Rande, in den Hohen Westerwald sind seit einiger Zeit vermutlich auch wieder wilde Wölfe zurückgekehrt. Denn vor 2 Jahren wurde ein solcher Wolf im Hohen Westerwald von einem Jäger versehentlich erschossen. Doch des Nachts heulende Wölfe, die uns Gänsehaut verursachen, sind wir schon von etlichen Skandinavienreisen in früheren Jahren gewohnt. Und auch in diesem Sommer reisen wir wieder in das Naturreservat Klaskung zum Kanu-Trekking und zum Segeltrekking. Und dort gibt es schon seit vielen Jahren wieder wilde Wölfe.
ein kleines praktisches Feldbettzelt als Moskitoschutz und Regenschutz ist eine sehr praktische Angelegenheit, aber bei meiner nächsten Dog-Trekking-Tour, die etwas länger dauern wird, werde ich auf dieses Schwergewicht verzichten müssen und stattdessen andere Ausrüstungsgegenstände, Hundefutter und Wasser mit an Bord des Dog-Trailers haben müssen. Statt solidem, schwerem Ami-Zeltbett nehme ich dann eine kleine Leichtluftmatratze mit.